Erwartungsgemäß heute wenig Bewegung an den Finanzmärkten am US-Feiertag. Deswegen habe ich mir ein anderes Thema mal ausgesucht, das mir so ein bisschen auf den Nägeln brennt, und das ist das Thema Zinsen. Denn wir wissen alle, die Zinsen sind gestiegen, aber wenn wir auf unsere Konten gucken, dann sehen wir da, naja, da werden uns nicht wirklich Zinsen geboten. Was ist da los? Was passiert da? Warum ist das so? Und warum ist das so, dass uns die Banken, naja, ich sag mal, veräppeln so ein bisschen? Das will ich in diesem Video kurz zeigen. Starten wir zunächst mal mit der glorreichen EZB, die ja die Inflation verpennt hat erstmal, dann gesagt hat, die ist irgendwie vorübergehend, und dann voll in die Eisen gehen musste und die Zinsen sehr schnell angehoben hat. Und wie viele EZB-Mitglieder in letzter Zeit gesagt haben, ja, wir wollen die Zinsen weiter anheben. Holzmann zum Beispiel oder Lane, der Chefvolkswirt der EZB, oder Schnabel oder wie sie alle heißen. Klar ist, die EZB wird wohl mindestens die Zinsen nochmal anheben um 0,25, wahrscheinlich aber um 0,5% bei der nächsten Sitzung. Es geht also weiter mit den Zinsen. Wir sind derzeit bei 2,0% im Leitzins. Und da stellt sich die Frage, naja, was passiert denn auch mit den Einlagezinsen? Das sind die Zinsen, die die Banken bekommen, wenn sie bei der EZB Geld parken. Das haben sie ja lange gemacht. Die EZB hat versucht, diese Einlagen der Banken unattraktiv zu machen mit dem sogenannten Negativzins. Die Banken mussten minus 0,4% Zinsen zahlen, zahlten also Geld, wenn sie bei der EZB Geld hinterlegt haben. Das ist jetzt mit dem Anstieg der Leitzinsen vorbei. Damit ist auch der Einlagezins gestiegen. Und hier sehen wir mal eine Bloomberg-Umfrage, wie die Einlagenzinsen sich entwickeln dürften. Und man rechnet damit, dass wir schon im Mai über 3% bei den Einlagezinsen sind. Das würde bedeuten, dass der Leitzins wahrscheinlich ein bisschen höher ist, dann bei 3,5%. Man rechnet also, dass die EZB die Zinsen von 2,0 auf dann 3,5% anhebt, die Leitzinsen, und damit würden dann die Einlagezinsen auch steigen bis um und bei in dem Bereich 3%. Also da ist noch was zu erwarten. Jetzt wissen wir, es gibt so einzelne Firmen wie etwa Trade Republic, die wahrscheinlich so als Marketing-Gag so ein Stück weit 2% anbieten. Die Consorsbank bietet jetzt 2% an, aber die allermeisten Banken, Sparkassen vor allem, die bieten gar nichts an. 0,0, 0,0, das ist das, was hier ein Twitter-Kommentar von Michael Temmissen zeigt, der hier schreibt: Ich spüre schon den Wind of Change der europäischen Hochzinspolitik, und zeigt hier seinen Kontoauszug, wo er Zinsen von 0,01 Euro bekommen hat, und das ist durchaus typisch. Die Banken geben diese Zinsen nicht weiter. Warum sie die nicht weitergeben, will ich Ihnen gleich mal zeigen. Aber zunächst mal, trotz Zinswende der EZB, warum gibt es kein Geld fürs Sparen, fragt sich hier die Tagesschau. Und da hat man einen Branchenvertreter, also einen Banker, gefragt, und der sagt, naja, also wir müssten ja jahrelang, fast 3 Jahre lang haben wir Strafzinsen bezahlt, also diese negativen Einlagezinsen gehabt, und jetzt erwarten die Leute, dass wir dann nachziehen mit den gestiegenen Zinsen. Das ging hoppala hopp bei der EZB, so sagt es dieser Branchensprecher. Und jetzt gibt es eben diese Erwartungen nach steigenden Zinsen, die wir aber leider nicht erfüllen können. Das geht halt nicht, das ist nicht drin. Okay, also es ist halt hart, ne? Wenn du 3 Jahre lang negativen Einlagezins als Bank hattest, dann kannst du jetzt nicht einfach mal hergehen und sagen, naja, wir geben euch mal ein bisschen Zinsen. Hier mal eine Untersuchung, Sparkassen zum Beispiel. Von 144 Sparkassen geben 16 gar keine Zinsen, 81 davon geben Zinsen von 0,01% und 36 von 0,01%, also praktisch überhaupt keine Zinsen. Wenn wir uns mal zum Beispiel Nordrhein-Westfalen anschauen, dann sehen wir, dass in dem größten der deutschen oder einwohnerstärksten der deutschen Bundesländer der durchschnittliche Zins bei 0,04% liegt und der Spitzenzins bei 0,40%, also praktisch auch keine Zinsen. Es gibt so einzelne kleine Ausreißer, die bieten ein bisschen Zinsen. Und ja, es gibt einige wenige Banken, Sparkassen vor allem,
die jetzt unter der lang ersehnten Zinswende leiden. Das sind meistens Sparkassen in strukturschwächeren Gegenden, vor allem im Osten Deutschlands. Warum? Weil die haben wenig Einlagen von Kunden, wenig Einlagen großer Firmen, Bankeinlagen also, und dementsprechend mussten die gucken, wie kriegen wir Renditen. Und dann sind die vor allem in Anleihen gegangen, und wir wissen, dass das Jahr 2022 für Anleihen nicht gerade positiv war, oder sie sind vielleicht auch in Aktien gegangen. Auch das war ja nicht das großartigste Jahr. Dementsprechend hat man wenig Einlagen, hat jetzt Kursverluste durch Anleihen und ist da ein bisschen in Schwierigkeiten. Aber das gilt für die allermeisten Sparkassen, vor allem in Westdeutschland, überhaupt nicht. Und hier sehen wir mal, dass ja diese Inflation uns ja praktisch massiv Kaufkraft kostet. Die Löhne steigen nicht so stark, wie die Inflation derzeit ist. Dementsprechend haben wir starke Kraftverluste, die Reallöhne. Die sinken wie noch nie, so wurde hier Ende des Jahres getitelt. Wir haben eine Inflation von 8,6% in Deutschland und eben Löhne, die vielleicht 3-4% steigen, wenn es ganz gut läuft im Durchschnitt. Also verliert man 4%, und dann wären natürlich Zinsen eine Möglichkeit, diese Vermögensverluste so ein bisschen zu kompensieren. Aber diese Zinsen werden nicht gewährt. Das wird nicht letztendlich weitergereicht von den Banken. Hier sehen wir mal, dass in den Jahren 2020 und 2021 die Geldvermögen der Deutschen kräftig gestiegen sind. Man hatte wenig Geld ausgeben können, eben vor allem während Corona, und 2022 konnte man ein Abschmelzen der Geldvermögen nur verhindern, weil viele Menschen in Deutschland erneut sparten wie die Weltmeister. Die Leute sparten also, und sie müssen wahrscheinlich jetzt während der Inflation auch sparen. Das bestätigen mir viele Einzelhändler, die ich frage, und die sagen, naja, also ungefähr 30% unserer Kunden, und das sind eher wohlhabende Gegenden, in denen ich die Leute frage, die sagen, 30% unserer Kunden kaufen weniger, andere bleiben ganz weg. Und hier schauen wir uns jetzt mal die Einlagen von Privatpersonen an in Deutschland bei Banken. Das lag im Jahr 2021, das hat sich 2022 nicht wahnsinnig viel verändert, bei 2,6 Billionen Euro, die da also mehr oder weniger unverzinst irgendwie rumliegen, die also nicht herangezogen werden können, um die Kaufkraftverluste durch die gesunkenen Reallöhne zu kompensieren. Und jetzt habe ich mich am Wochenende mit einem Freund von mir unterhalten, der bei einer systemrelevanten Bank arbeitet. Und ich habe ihn gefragt, naja, wie geht's euch? Wie seid ihr drauf? Wie laufen die Geschäfte? Und er sagte, super, so gut wie selten. Und der Grund ist relativ einfach. Die Kunden geben uns umsonst Geld, nämlich diese Bankeinlagen. Privatkunden wie auch Geschäftskunden, aber wir verleihen dieses Geld mit ganz erheblichen Zinsen weiter. Und zu welchen Zinsen, das sieht man im sogenannten Euribor. Das ist praktisch der Interbankenzinssatz, das ist die Rate, zu denen sich Banken untereinander Geld leihen. Und wenn man sich zum Beispiel, oder wenn eine Bank der anderen für eine Woche Geld leiht, dann liegt der Zins bei 1,9%. Sind es 3 Monate, sind wir schon bei 2,32%, und sind es 12 Monate, also wenn eine Bank der anderen Bank für 12 Monate Geld verleiht, dann liegt der Zinssatz bei 3,3%. Und das gleichen wir mal ab mit den Zinsen, die die Banken selber auskehren an die Firmenkunden einerseits oder an die Privatkunden andererseits, und dann liegen die allermeistens bei Null. Das heißt, das ist eine super Marge, die hier entsteht. Die einen geben es umsonst und die anderen können damit wunderbar arbeiten und Zinserträge erzielen. Und diese Zinserträge sind so gut, dass mein Freund hier sagt, naja, uns geht es eigentlich prächtig. Klar gibt es so ein paar Problemstellen. Immobilien sind ein Problem, dazu gleich mehr, aber das Kerngeschäft einer Bank, nämlich Geld zu verleihen und da einen höheren Zinssatz zu bekommen, als eben den man selber zahlen muss, das ist genau das Kerngeschäft einer Bank, und das läuft ganz hervorragend. Also, die Banken verdienen derzeit prächtig. Und jetzt sagte mein Freund, naja, jetzt haben wir natürlich die Situation, wenn ein Firmenkunde
Wenn Firmenkunden auf uns zukommen, die ziemlich viel auf dem Konto liegen haben, dann sind wir natürlich gesprächsbereit, denn die wollen wir nicht verlieren. Wir wollen ja mit denen weiter wunderschönes Geld verdienen. Wenn Sie jetzt als Privatkunde kommen und Sie haben 5.000 oder 10.000 Euro auf dem Konto, dann wird die Bank sagen, naja, es tut uns leid, aber wir haben halt diese Politik der Nullzinsen. Wir bezahlen derzeit keine Zinsen, aber wenn Sie jetzt als Firmenkunde ein paar Millionchen da liegen haben, dann werden Sie sicherlich schon eine andere Gesprächsbereitschaft der Bank vorfinden. Die Banken, eine deutsche große Bank ist bereit, Firmenkunden zwischen 1,5 und 2% Zinsen zu bezahlen, wenn eben diese Firmenkunden sagen, Mensch, wir müssen mal reden. Alles eine Sache der Verhandlung, sagte mein Freund. Aber wir als kleine Privatkunden sitzen natürlich da nicht gerade am längeren Hebel und geben der Bank das Geld. Die verdient damit das Geld. Gleichzeitig werden, wenn man Pech hat, noch irgendwelche Kontogebühren fällig. Also das ist derzeit die Situation, die aus meiner Sicht nicht okay ist, denn Zinsen wären die einzige Chance, letztendlich Kaufkraftverluste so einigermaßen zu kompensieren. Das passiert nicht. Jetzt werden die Banken erstmal gefüttert. Jene Banken, die, wenn sie systemrelevant sind, also zu den etwa 140 Banken in der Eurozone gehören, die direkt von der EZB kontrolliert wurden, ja schon deshalb durchgefüttert wurden, wenn sie die Kreditvergabe nicht gesenkt haben. Dann haben viele Banken, die sonst Minus gemacht haben oder hätten, haben von der EZB so viel Geld bekommen, dass sie dann im Plus waren, nur weil sie die Kreditvergabe nicht gesenkt hatten. Das war eine Vorgabe der EZB, dann kriegt ihr richtig Geld. Und das zeigt, dass diese Inflation natürlich auch ein Stück weit durch diese wundersame Geldvermehrung gekommen ist. Nicht nur die Bilanzsummen der Notenbanken haben sich deutlich erhöht, sondern es waren die Geschäftsbanken, die natürlich die maßgeblichen Geldschöpfer sind. Und die wurden von der Notenbank, nämlich der EZB, ermutigt und ermuntert, vergebt Kredite. Und das ist natürlich dann auch passiert. Und damit ist natürlich dann sehr viel Geld und das Volk gekommen. Jetzt sprechen wir von den Immobilienpreisen. Die sind rückläufig. Das wissen wir alle. In Deutschland fallen die Immobilienpreise weiter, so hatten wir kürzlich getitelt. Heute hatten wir einen Artikel, dass Immobilienpreise um bis zu 8% für eine Dreizimmerwohnung in 14 Städten gesunken sind. Ich zeige mal hier ein paar dieser Städte. Wir sehen Hamburg etwa minus 6%, Dresden nur minus 1%, in Köln zum Beispiel gar keine Veränderung, aber Frankfurt ist es deutlich nach unten gegangen. Also wir sehen, da passiert schon was. Die Zeit, als die Notenbanken ja die Zinsen bei Null hatten, hat dazu geführt, dass letztendlich die Assetpreise nach oben gegangen sind. Dazu zählen Immobilien auf der einen Seite und dazu zählen Aktien auf der anderen Seite. Und während die Immobilienpreise fallen und sehr wahrscheinlich weiter fallen werden, weil viele eben von ihren Kaufabsichten zurücktreten, weil sie sagen, boah, die Zinsen sind zu hoch. Banken verlangen normalerweise inzwischen schon 40% Eigenkapital, wenn man irgendwie mit einer Immobilie an den Start gehen will. Aber gleichzeitig sagen die Leute, naja, aber der Boden ist bei den Aktienmärkten gefunden. Aktien wie auch Immobilien sind in Zeiten der Assetpreisinflation deutlich gestiegen. Jetzt haben wir eine echte Inflation, also eine Verbraucherpreisinflation. Wir haben steigende Zinsen, die Immobilienpreise fallen, aber die Aktienmärkte werden ganz sicher jetzt immer wieder und weiter nach oben gehen, so die allgemeine These. Das sehen wir in den Financial Conditions in den USA, das sehen wir in der Erwartung der Märkte, dass die Fed bald die Zinsen senkt, obwohl die Fed sagt, nein, das werden wir nicht tun. Und hier sehen wir mal die Bank of America, die sagt, ja, bis 4,9% werden die Zinsen steigen und dann im Dezember diesen Jahres werden die Zinsen wieder bei 3% liegen. Schlichtweg, weil die Menschen es sich so wünschen, weil eben man sagt, wir wollen wieder einen neuen Bullenmarkt, das muss doch alles wieder so schön werden wie früher, aber je mehr Bullenmarkt wir haben, umso weniger können die Notenbanken die Zinsen senken, denn damit würde dann die Financial Conditions weiter locker werden, aber wir sehen, dass die Märkte das eben derzeit spielen. 3,3 Billionen an Marktkapitalisierung sind in der letzten Woche nochmal dazugekommen, weil man eben die Fed wird die Zinsen senken, die Fed kann die Zinsen bald nicht mehr anheben, Trade hier macht. Und Alf sagt, ich war jetzt bei einer Investmentbank-Konferenz und der Consensus-View ist, die Fed is done, inflation is coming down hard, recession avoided. Also die Fed ist bald fertig, Inflation fällt deutlich, aber wir werden trotzdem keine Inflation sehen. Deswegen geht man davon aus, dass der Euro zum Dollar weiter steigt, dass der Dollar fallen wird. Das ist also irgendwie die Grundannahme der Märkte, die ich für ein bisschen gefährlich halte.
Denn wenn es nicht zu einer Rezession kommt, warum sollen die Notenbanken dann die Zinsen senken? Das habe ich noch nicht wirklich verstanden. Sei es drum, wir sehen, dass wieder ein Stück weit Gier am Markt ist. 63, Fear and Greed Index, das ist schon im Bereich Gier. Und wir haben in dieser Woche viele Notenbanker, die an der Reihe sind. Morgan Williams, dann Bostic, Ballard, George, Harker, Logan, wie sie alle heißen. Brainard wird am Donnerstag kommen, am Freitag Harker und Waller. Also da bin ich gespannt, ob die Fed nochmal versucht, den Märkten einen vor den Bug zu schießen. Die wollen weiter nach oben. Die Fed sagt, macht es besser nicht. Sie machen es trotzdem. Wir haben jetzt gesehen, wie stark der VIX gefallen ist. Und jedes Mal, wenn der VIX mehr als 10% in einer einzelnen Sitzung fällt, also an einem Handelstag, dann ist am Folgetag oder am folgenden Handelstag zu 80% Wahrscheinlichkeit der S&P im Minus. Mal sehen, ob es morgen auch so kommt. Heute ja nur die US-Futures offen. Weitgehend unverändert, wie auch der DAX, da ist nicht wirklich viel passiert. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Wichtig für Inflation natürlich auch die Energiepreise. Der Gaspreis kollabiert weiter. Wir sind jetzt bei 55,50 Euro die Megawattstunde beim maßgeblichen Dutch TTF-Kontrakt. 14,3% heute nach unten gegangen. Woran das liegt, erfahren Sie in diesem Artikel. Gaspreis crasht auf 16-Monatstief. Das liegt nicht nur am Wetter, erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, Deutschland ist der große Verlierer im Standortwettbewerb. Wir sind jetzt von 21 Staaten auf Nummer 18 abgefallen. Das ist natürlich eine Spitzenleistung. Warum das so ist, sehen Sie in diesem zweiten Artikel oder lesen Sie in diesem zweiten Artikel. Und ich sage jetzt Servus und Ciao.